Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Simotrans mit dem 128er German Grafikpack. Jo, wir sind im Spiel. Wir haben letztes Mal hier was gemacht und ich gehe als erstes hier rein, weil ich glaube, das wollen wir jetzt mal erstmal ändern hier, ne? Hier haben wir Geflügelhof zum Markt. Das ist die Linie Geflügel, die nennen wir jetzt auch wirklich mal so um. Und damit wir da mal wissen, was da was ist, weil das hat ja irgendwie gerade nicht so geklappt, ne? So, da geht's von Nordostwaldhafen zum Geflügelhof. Das ist da und ich glaube, die andere Stelle, warte, müssen wir mal rauszoomen, dann kriegen wir das auch mit, wo das ist, ne? Das ist da, das ist also Getreide, Futter. Das ist dann, ist die Linie Hafen zum Geflügel. Genau, und diese hier oben ändern wir doch nochmal gerade. Das ist nämlich Geflügelmarkt. Das schreiben wir auch mal da so auf. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnig das momentan ist, aber das müssen wir mal gucken. So, hier geht's. Von dem Getreidehof zum Hafen. Gut. Und transportiert wird da auch Getreidehafen, ne? Schreiben wir da erstmal drauf, damit wir da erstmal überhaupt einen kleinen Überblick kriegen. Und hier haben wir Hafen. Das ist der Hafen und der fährt zum Hafen oder was? Ach so, das ist die Seelinie. Gut. Ich mache mal einfach jetzt Hafen. Hafen, das ist nämlich die Linie. Wer da fährt, ist erstmal egal. Gut. Dann haben wir hier noch einen. Warte mal, was ist denn das hier? Binnenfrachter? Ja, doch, das passt. Und da ist gar keiner drauf, oder wie sehe ich das? Da wird kein, ach, oder ist das nur so weit rechts? Ne, das ist so weit rechts, dass es nicht angezeigt wird, alles klar. Und hier haben wir noch eine Linie. Ist auch da. Ist von da nach da. Das ist spielentscheidend. Zwei Linien dazu haben? Ich glaube nicht eigentlich, ne? Könnte man auch da drauf fahren lassen, ne? Ja, der lädt dann da und der lädt da, ne? Aber eigentlich ist das Quatsch. So, mal hier noch, die ist tot. Die können wir gleich löschen. So. Da steht schon Hafen, Hafen, ne? Ist schon fast das gleiche. Das würde, ah, der fährt auch gerade, oder was? Das kann ich da reinzoomen, ja. Was macht der denn? Das ist die Frage. Der macht gar nichts wahrscheinlich. Der kann gar nichts transportieren. Da steht ja auch nichts. Das ist ein Schlepper. Bedientlinie 3. Irgendwie hat man mich da irritiert mit dem Anzeige. Machen wir gerade schneller. Der kommt nämlich an und macht nichts. Und fährt wieder. Hier gibt's keine Mengenzielort. Das ist alles für die Katz. Den schicken wir mal zum Depot, das bringt nichts anderes. Ich glaube, das war's mit dem Teil. Also wie irgendwie Wasser angeklickt. Okay, dann lass den ins Depot fahren und ich glaube nicht, dass wir da Stahldampfer, dass er irgendein Ziel haben kann. Sieht nicht danach aus, dass er ein Ziel haben kann.
Jetzt verfolge ich den natürlich noch, ne? Brauchen wir nicht verfolgen. So, jetzt gehen wir gerade noch mal hier hin. Die Linienverwaltung machen wir aus. Wo befindet sich das Depot? Da. So. Das ist Postbarke und das ist ein Transportschiff, also sag schon Person. Und hier, ach, jetzt habe ich das glaube ich auch noch gekauft, ne? Das will ich ja gar nicht kaufen. Die sind alle schick da, aber die bringen uns alle. Das ist ein Schubschiff, ne? Zuladung Vieh. Können Vieh, da gibt's Stückgut, Kühlwaren, Schüttgut, Schüttgut. Dann haben wir hier noch Kühlwaren, flüssige Lebensmittel wahrscheinlich, da passt dann mit der Ansicht hier nicht. Wenn ich das breiter mache, wird's dann besser. Ja. Flüssige Lebensmittel. Gut, landwirtschaftliche Güter. Da kommt jetzt ein Bauer gerade vorbei, sehe ich. Den müssen wir nochmal anklicken, ne? Der hat landwirtschaftliche Güter getragen, geladen. Der fährt vom Hafen zum Geflügelhof. Was soll der holen? Hier ist wahrscheinlich nichts, ne? Ja, da ist nichts. Das Schiff soll was machen? Vom Hafen nach Hafen fahren. Und soll landwirtschaftliche Güter transportieren, die vom Getreidehof kommen müssten, ne? Müssen wir mal gucken, wo der Trecker vom Getreidehof bleibt. Ist der unterwegs? Gute Frage, ne? Hatten wir doch einen hier, oder? Der wartet auf Beladung. Ja, hier passt was nicht. Die Anzeige ist doof. Muss man da aus der Mitte raus. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Gerste, Weizen und Flachs kommt hier. Und da hier Wintermonat ist, wächst da gerade nichts. Kann das sein, dass das das Problem ist? Im Februar wächst hier nichts. Das ist vielleicht das Problem, was ich jetzt nicht bedacht habe. Jetzt komme ich da gerade so drauf. Ja. Was passiert auf dem Markt? Der verbraucht nur. Der Geflügelhof ist der einzige, der uns was bringen könnte, ne? Ist noch ein Bauernhof. Vieh und Milch macht er. Und wo liegt er? Ganz woanders. Da müssen wir auch mit dem Schiff dann rüber, ne? Was ist das denn hier, bitte? Eine Sehenswürdigkeit direkt am Wasser. Interessant. Alter Elbtunnel. Schön. Okay. Also zurzeit sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir gar nichts hinkriegen, ne? Keine Produktionskette hier aufbauen können. Er verbraucht was, macht Mehl, kriegt aber keine Gerste, weil nirgendwo produziert wird. Die produzieren nicht, weil falscher Monat. So, das bedeutet, wir müssen mal irgendwas erstmal machen, damit wir Geld kriegen. Und dafür würde ich sagen, bauen wir jetzt mal ein paar Bushaltestellen. Aber wir machen gleichzeitig dieses hier. Rostocker Tor. Oder?
72 im Monat kostet der Spaß schon. 144, 216, das ist alles zu teuer. Nehmen wir das und setzen das dorthin. So, dann haben wir hier hinten noch eine Stadt oder ein Dorf. Döbeln. Kriegt hier seins. Ja, da geht's zur. Ja, hier, dies ist eine Sehenswürdigkeit, die nehmen wir mit. Weil wir da sowieso vorbeifahren. Und hier können wir auch was machen. Und da geht's noch wohin? Gibt's, da muss noch eine Stadt sein. Ja, da können wir die Arbeiter mitnehmen. Und hier, ach, da ist der Hafen, das haben wir selber gebaut, ne? Macht das Sinn, hier hinzufahren? Selbst das da ist noch fragwürdig dann, ne? Aber können wir mal reingucken. Arbeiter 20. Und die wohnen in Adenau. Wo ist denn Adenau? Ist das hier unten der Ort? Nee, das Radolfzell. Wo ist die Stadt Adenau? Ach, das ist hier, alles klar. Da bin ich schon dran vorbeigesegelt. Nee, dann geht's ja. Dann können wir das erstmal so lassen. Und da setzen wir ein Fahrzeug drauf. Busse. 2,37 der Kilometer. 2,88, 3,20. 3,20, 1,50. Der ist der billigste. Ja, 15 Cent hier. Rutschfahrten. 15 km/h. Oh, dann nehmen wir den hier, ne? Das ist ein Postauto. Der kann wahrscheinlich keine Personen befördern, sondern nur Pakete. 30 Sack, genau. Das ist auch ein Postkutsche. Hm. 3,71, der war der günstigste wahrscheinlich mit 1,50. Den nehmen wir jetzt mal. Und den bringen wir eine neue Strecke dann bei, ne? So, Fahrplan. Neue Linie. Nee. Wo fahren wir an? Hier fahren wir an. Dann dorthin. Dann würde ich sagen, wieder zurück. Nach hier. Dann an der... Ach, das war Klosterbrauerei. Das war keine Sehenswürdigkeit. Hierhin. Und dann fahren wir dorthin. Und dann geht's wieder zurück. Könnte ich jetzt die Rückfahrkarte machen, ne? Aber das ist jetzt nicht so ganz so viel. So, und danach geht's wieder nach Radolfzell. Genau, passt. Gut, hier hat er das Depot erreicht. So, das war eine neue Linie. Geht jetzt erst, weil es eingetragen ist. Ich schreibe einfach nur Personen. Dann haben wir das erstmal. Gut. Und starten. Den zumachen und abfangen kurz einmal. Und dann können die ersten Leute da einsteigen. Den lasse ich mal hier unten offen. 4 Personen fahren da schon. Das ist das erste Geld, was wir generieren werden. Und das andere müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Hier passiert noch nichts. Ja. Hier kann auch nichts passieren. Hier steht der Kühllaster, ne?
Stellt sich dann noch die Frage. Da wird kein Geflügel produziert, weil wahrscheinlich dann das Tierfutter fehlt. Das Tierfutter kam von der anderen Seite. Ich glaube, da muss man einfach hier so schräg rüber. Und das fehlt, weil die das Getreide nicht kriegen, ne? Die brauchen Getreide und müssten das hin und her scheffeln. Das ist jetzt, was ist das Getreide? Ein Trecker dahin, aber da müssen wir hier erst wieder noch ein Ding ins bauen. Schade. Kommen wir aber nicht drum rum. 70er Straße machen wir mal. Und dann müssen wir leider hier ein Depot bauen, damit wir den Trecker dahin kriegen. Das ist auch teuer, ne? Und den weg. LKW ausgewählt. Den kleinen Trecker hier. Und der kriegt einen Fahrplan von da nach da. Und nee. Der muss das Getreide wo aufnehmen? Hier. Ja, da nimmt das auf, 100% also. Und liefert da ab. Neue Linie. Hafen. Ne, das geht nicht, okay. Jetzt muss ich hier nochmal Hafen. Machen wir Tierfutter erst ein. Soll passen, ne? So, und dann kann er auch starten. Und der sollte jetzt nach da fahren. Der würde jetzt hier aufnehmen, dahin bringen. Da mein Schiff, welches das auch kann. Das bringt das noch da. Er wartet darauf, dass es zurückkommt. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier unten noch gucken. Achso, nee, da steht ja auch einer. Aber der ist weg. Und es wird produziert. Die Kette war noch nicht fertig, okay. Hat nichts mit dem Wintermonat zu tun. Weiß aber nicht, wo er gerade unterwegs ist. Da fährt er. 12 Tonnen landwirtschaftliche Güter geladen, 2 Tonnen Gerste und 10 Tonnen Weizen. Okay, funktioniert. Die Kette war nicht geschlossen, das war das Problem. Gut, das müssen wir dann beobachten. Er fährt hier total die Miesen ein. Wird schon noch werden. Ich weiß nur nicht, ob er hier überholen kann. Das ist das nächste, weil der einer an der Haltestelle steht, ne? Der wartet da. Ich würde jetzt fast sagen, wir beschleunigen mal kurz. Und dann sehen wir, dass der Bus da gleich kommt und er kann nicht vorbei. Der überholt nicht, das ist schade. Das heißt, wir müssen diese Station versetzen. Das ist ja wieder gut, ne, geworden. Straße. Die Straße. So. Nee, das war jetzt nicht das Richtige, was ich wollte. So wollte ich es machen. Die Verbindungslinie muss da weg. Da steht jetzt ein Fahrzeug, deswegen kann ich das nicht abreißen. Auch schön. Dann brauchen wir hier hinten... einfacher Ladeplatz war das. Ich will's hoffen. Ja, war es. Dann müssten wir jetzt was machen, den LKW da weg haben. Den muss ich nochmal anklicken. Fahrplan aufs nächste geklickt.
Dann müsste der jetzt wegfahren eigentlich, oder? Macht er auch. So, aber den wieder. Ach so, der ist ja noch offen. Nein, jetzt kommen wir ganz durcheinander. Wir müssen den Fahrplan wieder ändern. Der muss da einfahren. Aber das müssen wir wiederum ändern. Welche Linie ist das jetzt? Geflügel auf den Markt bringen, ne? Genau. Linie ändern. Einfügen. Diese Position. Und löschen. Diese Position. Schade. Komm, dann löscht das auch noch gerade weg. Und jetzt machen wir einfügen, diese Stelle. Und dann okay. Der hat jetzt einen anderen Fahrplan, genau. Jetzt bringen wir hier irgendwas schlecht durcheinander. Nochmal einen Fahrplan, dahin, fertig. Jetzt passt's, glaub. Linie haben wir umgebaut. Nee. Das reißen wir ab. Und das hat gut geklappt. Und das reißen wir auch ab. Und die Straße bauen wir wieder hin. So. Jetzt fährt der da hin und her. Hat er denn jetzt schon Ware gekriegt? Nee. Ah, ich weiß, wo das Problem ist. Fahren wir gleich wieder zurück. Zum Geflügelhof. Linie nochmal aufgerufen und 100% eingestellt, ne? Das fehlt da nämlich. So, dann sollte er eigentlich stehen bleiben. So ist es auch. Gut. Er bleibt nicht stehen. Warum nicht? Fahrplan. Nochmal auf ein neues, ne? Der hat schon 6 Passagiere dran, ne? Das ist schon mal was. So, jetzt sollte der hier stehen bleiben und nicht weiterfahren. Macht er auch. So, der Trecker ist schon mal hier. Ich glaube, wir können da definitiv gucken, dass wir dann größere Fahrzeuge kriegen, weil ich glaube, diese Trecker sind dann doch zu klein für diese langen Strecken. Da liegt ja jetzt was, ne? Was war das jetzt? Getreide, Weizen, egal was, in dem beides oder auch alle drei, denke ich mal, ne? Aber da gibt's nicht ganz viele, ne? So, das sind nur solche Anhänger hier. 60, 60, der fährt 20. Aber die müssen wir trotz alledem austauschen, ne? 1,80 kostet der Kilometer. Der kostet 1,15 und er hier kostet gerade mal 29 Cent. Der ist der billigste. Aber dreimal die Geschwindigkeit ist 90. Und die Lademenge. Müsste so einnehmen, ne? Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ach, Geschwindigkeit, okay. Wenn ich den jetzt auswähle, wen kann ich dann voranstellen? Keinen. Der geht da gar nicht dran, oder was? Verstehe ich das jetzt noch nicht, oder geht das jetzt nicht? Den verkaufen wir mal. Anhängen. Kann ich da etwas anhängen? Der hat automatisch einen Autotransporter da dran gegangen. Also, ist das schon mal klar, ne?
Kann ich verkaufen. Und er hier, das ist was? Der hat auch einen Anhänger automatisch gekriegt. Kann ich auch verkaufen, brauche ich nicht. Also diese Fahrzeuge gehen gar nicht. Es geht nur der Trecker hier. Und das bedeutet, da können wir gleich mehrere kaufen. Getreide zum Hafen. Starten. Sollte dann funktionieren. Gut, okay. Der Trecker ist gleich da. Nee, doch nicht. Der fährt jetzt zum Hafen, nicht hier hin, ne? Das wird eine endlose Treckerlinie. Das bedeutet, wir müssen da dann definitiv eine Zuglinie bauen. Ich sag mal, vom Hafen zum Geflügelhof, das kannst du mit dem Trecker machen. Oh, falsche Taste. Aber den Rest, den müssen wir auf den Zug verlagern. So, nochmal schneller. Ach, guck mal, und hier haben wir das Problem, dass unser Hafen Staus verursacht. Gut, das bedeutet, zwei weitere Buchten hier hin. Und, ach, da konnte ich auch ein Schild so hinmachen. Lass erstmal so. Dahin, dahin und vorne muss ein Auswahlsignal hin. Auswahlschild. Was ist das denn hier? Okay, Auswahlendeschild. Ich glaube, das ist so richtig. Und jetzt nehmen wir den Trecker. Sagen ihm den Fahrplan, fahr wieder zurück. Bis er hinterm Schild ist. Und jetzt ändern wir wieder den Fahrplan. Und jetzt sollte er eigentlich in das zweite reinfahren, ne? Macht er auch. Wunderbar. Und hat auch abgeliefert. Und der hat da schon 12 Tonnen landwirtschaftliche Güter. Gut. Und er steht da und soll das Tierfutter wegbringen, ne? Das können die auf dem Rückweg auch machen, oder? Geht das? Weiß ich nicht. Da fährt er sowieso vorbei, ne? Fast. Dieses kleine Umweg ist egal. Gut. Aber wir sind erstmal schon ein ganzes Stück weitergekommen. Es läuft auf jeden Fall was. Und ja, müssen wir gucken, dass es auch gut läuft, ne? Hier läuft es nicht so gut, der fährt viel miese ein. Aber irgendwann rollt's ja. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.